Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, das letzte Video ein paar Tage her. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, es sei mir verziehen. Dafür heute mal vom Bernsteinsee. Bin ich ja eigentlich eher selten, aber wenn dann mal Trophäen gehen, stelle ich mich auch mal gerne dahin. Und hat auf jeden Fall gestern Abend sehr gut geklappt für mich. Gucken wir jetzt gleich im Kescher rein. Wir haben jetzt Abendzeit. Über Tag geht so gut wie gar nichts hier an der Stelle und äh, ja abends, nachts und frühe Morgenstunden lassen hoffen und gestern Abend ging hier auf jeden Fall die Party ab. Das ist so gewesen, als wenn man am Ladoga See die Giebel-Trophäen klatscht. Also so kamen hier im Chat auf jeden Fall äh, die, die Fische rein, Schuppenkarpfen, trophäen ohne Ende, Spiegelkarpfen, goldener Spiegelkarpfen wurde gefangen als Trophäe gerahmter wurde gefangen als Trophäe. <laughs> ja. Frequenz ist nicht hoch, sehen wir aber auch gleich warum. Wir stehen hier an einem bekannten Spot bei E4. Bei 8345 kennt man ja hier die Stelle 35 Meter ist der Clip. Einfach als Orientierung hier anwerfen gegenüber. Und das Ganze ist mit Schokolade, ich glaube auch schon länger, denke ich mal. Und äh, ja, ist halt eine klassische Haarmontage. Sinkender plus sinkender Boily. Ganz normal. Ich habe jetzt einen 2 haken genommen. Viele nehmen auch einfach 4-Nuller. Ich habe mich für die 2-Nuller entschieden. Und dann geht es um Creme Brûlée 18. Dann kommt eine fette weiße Schokoladenmurmel drauf. Eine 25er. Ja, als Dip weiße Schokolade. Und äh, PVA ist... Also ich habe jetzt genommen Maismehl, weiße Schokolade 14 gemahlen. Creme Brûlée 8 gemahlen. Kekse, Vanille, Feed 3 und weiße Schokolade. Ja, und wie ihr gesehen habt, der Erfolg ist ja da gewesen. Einen blauen hammer ja bekommen. Also den habe ich jetzt gerade gefangen. Das war gestern in einer guten Stunde. Zwei Fische fehlen jetzt hier. Also es waren ähm, 14 Stück gewesen in eine Stunde und 15 Minuten. Zwei habe ich im Kaffee abgegeben, aber dafür zwei, zwei Trophäen und einen blauen Schuppenkarpfen. Habe ich auch noch nicht gehabt. Sehr schön. Habe ich mir fast gedacht. Hm. Dass es wahrscheinlich ein blauer Schuppi ist. Oder wenn es schlecht gelaufen wäre, über 30 Kilo und Spiegler. Aber ich habe einfach gehofft, dass es ein blauer Schuppi ist. Und es ist ja einer geworden. Ja, ähm, Frequenz ist nicht so prall. Ich hatte auch, äh, wie man hier sieht, 9 Stunden 49, 9 Stunden 26. Eine gute Durststrecke zwischen. Also, man muss ein bisschen Geduld mitbringen hier. Auf jeden Fall nicht verzagen. Die Bisse kommen auf jeden Fall. Ja, also, da ist nicht das Problem. Dauert auch bis das anläuft. Also besser schon mal mittags anfangen mit dem PVA reinzuschleudern, damit abends dann die Bisse kommen. Auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, ich blende dann gleich noch mal eine Trophäe ein. Also, ich denke mal, dass wir hier noch eine bekommen werden. Mit Sicherheit wäre auch mal schön, wenn es irgendwas Seltenes wäre. Jetzt nicht unbedingt als Trophäe, muss ja nicht so sein mein klar würde ich mir auch gönnen aber man kann ja nicht alles haben ne? da kommt wieder so ein schuppi so ja 25er Murmeln dauert natürlich dafür eigentlich immer ganz gute gewichte dabei auf jeden fall kann man nicht meckern ich guck mal was die nacht noch bringt mal schneid ich meld mich dann wieder wenn äh, ja noch ein guter Bis kommt. Eigentlich wurde ja alles gesagt. Futter habt ihr gesehen. Meter Spot, wie viel Meter ihr werfen müsst. Und ein bisschen Geduld. Wir haben große Haken und große Mummeln drauf. So, willkommen zurück. Früher morgen. Ja, beste Beißzeit. Trophäen wieder reingekommen im Chat. Dürfte auch eine sein. Auf der rechten Route gerade ein Ausschlitzer. Der war deutlich kräftiger als wie der jetzt hier also der ging richtig in die bremse und dann wieder ausgeschlitzt wie man im chat sieht da könnte ich ja wieder kotzen naja was willst du machen ne? ist eben so da haben wir einen ja da war der auf der rechten route gerade deutlich kräftiger wieder da kriege ich ja echt einen hass was willst du machen ja auf jeden fall funktioniert das board immer noch wollte ich euch noch mal zeigen da haben wir noch eine trophäe gesehen ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wem es interessiert, der blaue äh, Schuppi bringt so 500 Silber. Ja. War jetzt gestern nach einer Stunde und 15 Minuten 1000 Silber. Na gut, mach mal den blauen weg. Bleiben noch 500. Wäre auch okay für eine gute Stunde. Hier geht auf jeden Fall was. In diesem Sinne, Peter, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.